Ja, also heute gegen Pollhagen, muss ich sagen, also von der ersten Minute aus, jetzt wie wir es bis zum Schluss ausgespielt haben, zu Hause 6-0 gewonnen. Von der Kompaktheit, Defensivleistung hier von der Mannschaft, wie gesagt, kann ich den Torhüter Meti nehmen bis vorne hin. Wie gesagt, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, super Leistung. Die Einstellung, wie wir gegen den Mann, gegen Pollhagen arbeiten, gegen den Defensive und wie wir kompakt stehen. Von der Mittellinie aus und dann bis vorne vor, wie wir es ausgespielt haben, dann die Tore, das 1-0 bis zum 6-0, super. Teilweise auch Spielstaffetten drin gehabt, das war top, das freut mich riesig. Und wie das langsam jetzt seit 3-4 Wochen zusammenwächst und macht und tut, das zeigt, wir gehen in die richtige Richtung. Und auch vom Trainerteam her, wie wir es alles hier anpacken heute wieder mit Hauser und mit meinem Bruder Hüsnasani, ob es auch mit Schubser ist. Muss ich einfach mal ansprechen, habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ist überragend vom ganzen Verein her, wie das so langsam läuft. Einfach top und dann heute das Spiel hier zu Hause 6-0, besser geht's nicht und so kann es weitergehen. Danke. Ja, heute zum Spiel gegen Pollhagen, von der Mannschaft her richtig gute Leistung, über 90 Minuten gut gekämpft, 6-0 meiner Meinung nach ein bisschen noch glimpflich ausgegangen, hätten noch ein, zwei Tore mehr machen können. Starke Leistung halt auch, weil Sama auch gefehlt hatte vorne. Alban und Timmy haben das echt gut gemacht. Hinten Metin wieder mal zu null. Auch starke Leistung von der gesamten Mannschaft. Top, bin beeindruckt. Und jetzt will ich hoffen, dass es gegen Hagenburg und gegen Stadthagen genauso weitergeht. Dass wir da die nächsten drei Punkte jeweils einfahren.